Willkommen zu der nächsten Folge von Die Siedler 4, wieder mit mir, euren Concord. Wir waren gerade dabei, ein bisschen schneller zu sein wie der Gegner, weil der Gegner uns schon mal angegriffen hat in der letzten Folge, falls ihr das gesehen habt. Und ich musste einen Speicherstand laden. Blöderweise hatte ich, wo ich einmal laden wollte, einmal gespeichert und dann war ein Speicherplatz weg und musste einst ein Autosave nehmen, was, glaube ich, nochmal 15 Minuten vorher war. Deswegen musste ich nochmal ein bisschen von vorne anfangen. Und ich setze jetzt da drauf, damit ich doch meine Produktion nochmal ein bisschen erhöhe, schnell, also Holz schneller produziere. Damit, weil mir hat immer Holz gefehlt. Ich habe einen Steinmetz noch gebaut, noch einen Holzfäller. Und jetzt hoffe ich, dass der schneller ist, weil das ging gar nicht, weil ich habe die ganze Zeit nur warten müssen. Einen Förster mache ich auch gleich, weil gehen mir schon wieder hier Holz weg. Nein, 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 nein. Genau. Genau, dann können wir hier anfangen und die machen das so ein bisschen parallel. Das ist ganz gut. Und das ist jetzt wichtig, der, ich weiß nicht, der Forst, ist das Forsthaus jetzt wichtig? Das ist die Frage. Da bauen die auch schon. Es geht ein bisschen schneller jetzt, habe ich das Gefühl. Da buddeln die auch schon. Geht voran, denke ich. Ich traue mich da nicht runter zu gucken, wie weit der Gegner schon da ist. Das Spiel wurde seit 15 Minuten nicht gespeichert. Spiel gespeichert. In einem. Alles klar. Genau, vielleicht sollte ich mal einmal. Ich mache mal nochmal. Gut, das Con. Das ist eigentlich für den Arsch. Das kann ich mal schnell überspeichern. Weil das war der Speicherstand, wo der mich gerade angegriffen hatte und ich schon nichts mehr hatte. Also, da habe ich eh schon verloren gehabt. Der ist jetzt eigentlich relativ wichtig. Der ist auch schon unterwegs. Geil. Der ist schon unterwegs. Kann ich den sagen? Hier. Pflanzen. Obwohl ich hier mein Haus bauen wollte. Apropos Haus. Genau. Das. Ach, scheiße. Was? Das kann ich nirgendwo bauen? Ne. Ist das ein Geologe? Ne. Hier näher, ja. Hier machen wir hier mal Platz. Hier. Hier. Ich brauche unbedingt hier mal Platz, weil ich muss da mein Haus bauen. Komm schon. Weiter. Was, der ist auch schon fertig. Schön. Ging ruckzuck. Das als Aufrufezeichen, damit ich schon mal ein paar Soldaten herstellen kann. Ich muss unbedingt mein Haus bauen, ey. Die müssen unbedingt hier unten, glaube ich, noch. Das muss hier rein. Vielleicht baue ich da auch besser mal. So was, ne? Weil dann habe ich gleich ein bisschen mehr Platz und dann habe ich hier nochmal einen Turm, was die Kaserne beschützt, falls sie angreifen. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen. Eigentlich müsste ich den so einmauern mit Türmen. Ich brauche unbedingt. Das mittlere Haus ging. 25 Siedler. Das da wären 50. Das ist doppelt so groß. Das wäre mega nice, wenn ich das bauen könnte. Das macht's mal hier unten. Gott, ich bin so nervös. Klappt so gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so nervös bei Siedler sein kann.
hätte echt gedacht, wir haben das so sicher in der Tasche, den Sieg, weil ich echt gut gebaut habe und relativ zackig eigentlich, aber nee. Gar nicht. Wenigstens kriege ich hier ein bisschen Holz und es ist dann schneller da. Brauche ich dafür Gold? 3 Goldbarren. Ich glaube, ich warte ein bisschen. Ne, von denen und von denen baue ich schon mal 5. Oder lasse ich schon mal 5 entwickeln. Genau. Schaut's bei dem aus? Ja, gut. Was machst du schon wieder oben? Hier unten spielt die Musik. Aber gut, ich glaube, da oben habe ich eh einen, kann ich gleich hier hochschicken. Das haben sie eh schon fast fertig. Der holt hier das Holz? Ist er dumm? Das Sägewerk. Was? Wieso? Und der holt es von unten, oder? Oh mein Gott, ist der dumm. Guck mal, der holt es echt von hier und der holt es von da. Ich fass es nicht. Nee, da fehlen mir die Worte. Oh Gott, das ist doof. Kann ich jetzt schon mein Haus bauen? Immer noch nicht. Alter, was zum... Okay, da kommt was. Das ist auch schon fertig. Schön. Komm schon. Das ist wichtig. Damit ich da mein Haus hinklatschen kann. Komm schon. Bleibt denn der jetzt? Ich brauche nur noch einen Zug. Ach, da ist er. Und da ist auch schon einer da. Die Schmelze steht auch schon. Dann könnte man theoretisch davon mal 5 herstellen. Eigentlich 8. Na ne, 5 Schwerter haben wir bloß. Die brauchen ja noch ein Schwert, oder? Ein Schwert und eine Rüstung, 3 Goldbarren. Ja. Das Haus hinbauen. Dass ich hier kein Haus hinbauen kann, das ist echt schwach. Was? Ein Haus kann ich da hinklatschen? Wenn das da ist, dann baue ich ja so viele. Ja gut, das wäre auch ein bisschen suboptimal, glaube ich, wenn ich hier mehr Türme bauen würde und mehr hätte ich mehr Soldaten, um anzugreifen. Und greife ich jetzt an oder verteidige ich? Das ist die Frage. Ich würde lieber auf Angriff gehen, aber dann mit starken Soldaten. Verspringen sie schon mal. Wie schaut's aus? 22, die nichts zu tun haben. Die werden das dann schon hier runterbringen, denke ich.
12 sind schon unterwegs, nee. Aber die liegen schon gut da. Da liegen auch zwei Bretter. Da liegen auch schon ein paar Bretter. Also das könnte gehen. Also das, denke ich mal, geht relativ schnell. Und wenn ich die habe, die 50 Leute noch extra, zusätzlich. Und Gold bringt es auch schon her. Dann geht's rund, glaube ich. Dann geht's richtig rund. Dann habe ich Hoffnung, dass wir in der nächsten Folge dann eventuell dann, ich glaube, diese schaffen wir es nicht mehr, aber in der nächsten, dass wir den dann so gesagt angreifen können oder je nachdem, wie viel Zeit er uns noch lässt. Ich glaube, dass er uns angegriffen hat, ich glaube, das war wirklich nur, weil wir zu schnell ihn gesehen haben. Also der ist ja hier irgendwo und wir haben uns einen Geologen hier reingeschickt und damit hat er uns einmal angegriffen. Dann hat er hier seinen Turm hingestellt, wollte natürlich so schnell wie möglich zu uns. Und das haben wir halt verteidigt und dann hat er angegriffen. Oh ja, unser ersten Hauptmann haben wir. Gott sei Dank. Von denen sind auch welche wichtig. Von denen da. Ein paar gute Bogenschützen. Reißt es immer mit raus. Der hat jetzt 4 Schwerter, sagt er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liegen da. 8. Verdammte Scheiße. 8. So, nee, wir sind ja hier. Sorry. Ja, gut. Mein Fehler. Vier Bogen. Dann brauchen wir nochmal 2. Eine Serie gewickt. Okay. Was? Das ist nicht dein Ernst. LOL. Was für ein Fuck. Never ever. Niemals. Oh nee. Dann brauche ich ganz viel Kleinscheiß. Es hilft einfach nichts. Jo, hilft nichts. So dermaßen viel Kleinscheiß. Da habe ich dann ein paar Soldaten und der muss dann unendlich viel herstellen. Ist. Geht nicht anders. Also wenn der jetzt meine Goldmine zerstört, ich kann dann während dem Kampf versuchen, die wieder aufzubauen. Brauchen die eigentlich Rüstung? Ich glaube nicht, ne? Die brauchen ein Goldband und ein Schwert. Aber das ist eigentlich auch schon fertig. Also da können dann echt viele Soldaten raus gewinnen. Vielleicht kann ich das dann so lange verteidigen, wie. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ich hab wieder die große Fresse gehabt. Hey Leute, was macht ihr da hinten? Bleibt mal lieber da hinten. Mal wieder eine Riesenfresse gehabt, ey. Ach Mist. Das Haus ist fertig. Komm. Was ist denn jetzt? Perfekt. Kommt's raus, kommt's raus. Gleich mal Soldaten werden. Unendlich. Unendlich. Endlos. Stell's her.
das nächste Haus. Hoho, stimmt. Ich weiß nicht, ob ich gleich vielleicht mal den angreifen soll. Und dann mal die Goldmine hinpflanzen soll. Aber ich brauche doch, glaube ich, viel mehr. So viel hatte ich vorhin auch ungefähr. Da hinten hatte ich kein Gold, ne? Nee. Oh, das ärgert mich richtig. Das ärgert. Aber das hatte ich ja schon. Aber ich könnte doch bestimmt eine Goldmine trotzdem hinpflanzen. Da, so. Extrem wichtig. Geht los. Hey, wo kommt der her? Hatte ich die ganze Zeit schon zwei? Kommst du nicht hinterher, oder was? Ah, ein Sanitäter, yay! Aber ich glaube, der produziert ihn nicht so dermaßen wild. Also, ich weiß nicht. Also, das muss gehen. Also, das, also wenn das nicht geht, oh, das wäre so irgendwie. Dass das der ihm jetzt gehört, das ist unfair. Warum gehört das jetzt ihm? Spiegel gespeichert. Ich speichere jetzt mal mit Absicht nicht extra, weil ich lasse das mal beim Autosave. Weiß ich echt nicht, was ich dazu sagen soll. So viel Pech brauchst du erstmal. Die können dann noch eine Waffenschmiede bauen, damit die irgendwas bauen. Theoretisch könnte ich's. Schaut's da aus. Fehlt auch noch dreimal Holz. Holz fehlt aber trotzdem immer irgendwie ein bisschen. Aber es geht schon einige schneller wie vorher. Aber zack, ist er da, ne? Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich könnte auch auf Verteidigung setzen. Und noch herstellen und bauen, was geht, solange er. Ruhe gibt. Große Türme oder sowas. Hier noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Ja, vielleicht nicht schlecht. Goldmine, jawohl, die ist wieder da. Gott sei Dank. Dann kann ich mal aufhören, kurz die kleinen. Warte. Null. Null. Die da. Und davon ganz viele. Wenn's geht. Wenn's geht, bitte. Ich überlege gerade echt, ob ich noch eine Waffenschmiede baue, damit schneller produziert. Eisen haben wir genug. Aber die Eisenschmelze kommt ja auch nicht hinterher. Aber gut, doch, die kommt hinterher. Und gerade haben die nichts zu bauen.
Das Haus ist auch fertig. Dann sollen sie noch eine Waffenschmiede bauen, ehrlich. Nee, den bauen wir hier. Ja. Ich habe Hoffnung auch, dass die Starken es ein bisschen rausreißen, wenn wir angegriffen werden. Ja gut, das brauchen wir jetzt erstmal näher. Hier Waffen, wirklich. Schwerter und Bögen. Naja gut, vielleicht haben wir es doch nochmal rausgerissen, da wir jetzt unsere Goldmine doch noch haben. Das hätte ich gleich machen sollen. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe. Das hätte ich gleich ranklatschen sollen, als der alles abgerissen wurde. Aber langsam kommen Starke doch raus. Da, ein starker Bogenschütze noch. Doch, doch, das ist wichtig. Die Starken sind so wichtig. Die Waffenschmiede, damit es auch nochmal schneller geht. Liebsten, warum kann die Werkzeugschmiede nicht auch noch Waffen herstellen? Ich produziere so lange Soldaten, bis ich angegriffen werde. Dann verteidige ich mich und greife ihn an, glaube ich. Genau so mache ich's. Ich würde dann vielleicht noch eine fettere Verteidigung hinbauen. Da kommt so wenig raus. Ich hätte gern noch eine Goldmine. Oh. Menno. Und die Zeit ist schon wieder um. Die Folgen vergehen bei Siedler 4 so schnell. Das ist echt übel. Aber, hey, die ist ja schon... Die ist fertig, jawohl. Geil. Schön. Ich glaube, ich speichere mal. Aber auf mal was ganz anderes, und zwar Korn 2. Perfekt. Sicherheitshalber. Kann ich hier noch irgendwas bauen? Was kann ich nicht? Ach genau, dann baue ich derweil einen Turm. Eine Burg. Oh, eine Burg wäre geil. Gute Verteidigung muss sein dann. Vor allem hier in dem Bereich. Aber es ist blöde, dass ich hier nichts hinbauen kann. Das ärgert mich. Oder kann ich da einen kleinen Turm hinbauen nochmal? Oh ja, klein. Aber der große nicht. Okay. Aber ein kleiner geht. Und noch ein kleiner direkt daneben. Noch ein großer hierher. So Mädels, jetzt fangt's mal an zu bauen.
haben die denn? Rüstung, die Goldbahn, die fehlen hier ein bisschen, ha? Ich weiß nicht, ich kann es jetzt gerade echt nicht einschätzen, ob das gerade gut läuft oder schlecht läuft. Also für mich, glaube ich, läuft es gerade gut, weil wir eigentlich uns nur noch auf wirklich Soldatenproduktion her, also Soldatenausbildung konzentrieren. Ich habe die Leute, ich habe die Waffen, mir fehlen nur noch ein paar Goldbahnen, aber ich habe schon gute, starke Soldaten auch dabei, wie da, der Goldene, da hinten, da. Und falls er angreift, könnte ich es, glaube ich, so lange verteidigen und vielleicht einen Gegenangriff starten, damit ich noch ein paar Nachzügler losschicke, die dann weiter angreifen und die Angriffswelle halte. Natürlich tut er jetzt auch noch Soldaten ausbilden, aber ich hoffe, dass er nur Level 1er ausbildet und ich hauptsächlich starke. Und jetzt versuche ich natürlich meine Verteidigung hochzujagen, dass wenn er mich angreift, damit, weil die Türme an und für sich sind zwar blöd, weil du natürlich Angriff weniger hast. Ich werde angegriffen. Geh zurück. Bisschen zurück. Genau. Der stirbt halt. Mei. Das ist es, was ich meine. Oh, wei, wei, wei. Ich überlege gerade, ob ich noch einen. Nee, komm. Ach, der Turm ist schon cool. Oh Gott, nicht gerade die Starken, oder? Oh, alle Starken gehen da rein. Oh, nee. Alle Starken. Gut, ich muss mich auf Verteidigung vielleicht ein bisschen spezialisieren, ne? Na, oh, schon wieder ein Starker. Ach du Kacke. Warum gehen da nur die starken Bogenschützen rein? Habe ich keinen normalen mehr? Gut, ich fülle die jetzt erstmal, solange. Wir nicht angreifen. Und wenn wir angreifen. Ich muss jetzt aufhören. Es hilft alles nichts. Ich drücke mal P. Danke fürs Zuschauen und bis in der nächsten Folge. Ich glaube, die nächste Folge wird echt spannend. Wegen Verteidigen oder Angreifen, je nachdem. Und bis dahin, tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wer nicht. Ciao.